So, da sind wir. Hallo, liebe Sternenbürger. Ich bin's, die Einaris, und mit mir habe ich hier auch ein paar Leute, die schalte ich gleich mal dazu. Das sind der Drunken Monkey, der 2010 und der Piccolo. Die begleiten mich heute hier am ersten Tag der IEI 2950. Und wir schauen aber erstmal gerade, was es denn heute alles gibt. Und blub, da sehen wir es auch schon. Heute ist der Tag, und zwar Consolidated Outland, Argo und Greyhound Industrial. Gibt wie jeden Tag einen kleinen Teaser-Trailer hier mit dem Whitelease Guide. Könnt ihr euch angucken, machen wir hier jetzt nicht. Heute das Thema auf jeden Fall die Nomad. Da es nicht so viel zu zeigen gibt, ist das neue Starterschiff, Premium Starterschiff. Das schauen wir uns auf jeden Fall an. Die Mustangs, klar. Und Future Flyable, das ist die Pioneer, die ist natürlich direkt schon ausverkauft. Wir hatten eben einen großen Ausfall hier. Seite ging nicht, Spiel ging nicht, alles ging nicht. Jetzt geht's aber wieder halbwegs. Da natürlich die Mole und sowas alles. Und ich würde sagen, auch hier interessant vielleicht der Greycat Rock, der passt nämlich hinten auf die Nomad drauf. Und natürlich Skins und die Nomad selber. Ich würde sagen, wir wechseln jetzt einfach mal ins Spiel rüber und ich langweilige euch dann nicht allzu sehr und schalte die Jungs vor allen Dingen mal wieder an. So, gut, dann gehen wir ins Spiel. Sagt mal schönen guten Abend, Leute. Ich stehe nämlich hier schon. Ihr kommt jetzt ins Fernsehen. Dann laufen wir mal los. Der Weg ist eigentlich immer der gleiche. Microtech am besten direkt starten. Hier einfach den schönen Hinweisschildern folgen, die hier netterweise aufgestellt wurden. Gruß auch in den Chat. Hallo Brennmar. Schön, dass du reinschaust. Und schauen wir mal, wie es weitergeht. So, Framerates waren eben eine Katastrophe. Jetzt sind wir hier unten. Jetzt geht's eigentlich. Ich hoffe mal, es bleibt so. Weiß man ja nicht. Ja, Mobiglas funktioniert auch nicht. Deshalb stehen wir hier irgendwie alle ein bisschen doof da und können nichts ausrüsten. Ich hatte zwar heute schon ein bisschen was gemacht. Ich habe meine Wauplast allerdings vergessen auszupacken. Und da ist die Bahn. Schwups, rein da. Ja, genau, und nachher nicht zu viel rennen, weil Rennen tötet. Das hatten wir ja letztes Jahr. Das war am ersten IAE-Tag, da sind wir dann alle in den Fahrstuhl reingerannt. Und irgendwer kam zum Schluss noch so reingerannt und hat uns direkt erstmal alle getötet. Das waren so die ersten 5 Minuten im letzten Jahr im Stream. Das fand ich total lustig. Ja. Das war ganz zu Anfang von 3.10. Ja, ich glaube 3.10 war es, da bin ich auf dem Server gewesen, hat mir das Ganze mal angeguckt, bin dann runter zur Bahn gelaufen und bin dann vor der Bahn gestolpert und gestorben, da habe ich das Spiel direkt wieder ausgemacht, da hatte ich schon keinen Bock mehr. Ja. Jo, wir fahren durch bis zur gelben Station, ist ja alles schön farblich markiert hier. Ach, da ist er auch schon. Oder? Ne? Doch, das ist die gelbe. Ja. Schwupp. Und raus. So, wie gesagt, heute ist ein Tag, da ist nicht ganz so viel los. Sind halt kleinere Hersteller. Aber den Start macht halt immer der Hersteller, der das Konzeptschiff hat. Letztes Jahr war es Anvil. Nee, Quatsch, nicht Anvil. Was war es letztes Jahr nochmal? Gott. Ich weiß es nicht. Weiß es einer von euch? Ich habe es vergessen. Hier vorne übrigens für alle Besucher können hier vorne Shirts und Kappen und alles Mögliche kaufen hier. Sollte über das Mobiglas funktionieren. Es gibt diese Shirts auch zu kaufen auf der Store-Seite von ASI. Für Leute, die das halt schön finden, so für Zivilkleidung. Ich habe das vor ein paar Jahren habe ich das gemacht. Oh, genau, ja, das offizielle Shirt müssen wir natürlich auch noch kaufen von diesem Jahr hier. So, bye.
Das weiß ich auch nicht. Das gucken wir dann später mal, wenn's Mobiglas vielleicht wieder funktioniert. Gut, rufen wir uns mal einen Fahrstuhl. Ah, da ist schon einer. Komm dir. Alle rein hier. Der Letzte drückt auf den Knopf. Oder die Letzte. Die Letzte. Naja, das wollte ich jetzt so nicht gesagt haben. Oh. Brennma, wie schaut's? Ton alles gut? Hört man mich? Alles laut genug? Möge es antworten. Es sei denn, er hört mich nicht. Hört man die anderen nicht? Moment. So, tut mir leid. Jungs, sagt nochmal schönen guten Abend. Guten Abend. Guten Abend, Brennma. Danke, okay. Brennma. Ja, ich hab den Fehler gemacht. Ich hab's Teamspeak separat gemutet und hab's aber den Ingame-Sound hatte ich auch noch gemutet. Entschuldigung. Ich hab's doch gewusst, du hast mich gemutet. Ja, irgendwas ist ja immer, ne? So. Also hier, wunderschöne Halle von der Intergalactic Aerospace Expo 2950. Sieht einfach genial aus. Die übertreffen sich hier jedes Jahr selber, finde ich. Und dieses Jahr haben sie echt eine richtige Schuppe draufgelegt. Haupthalle mit der Argomol. Gehen wir erstmal zu den kleineren Flitzern hier. Das sind die kleinen Argos PTV, Personal Transport Vehicles. Kann man hier auch reingehen? Achso, ich habe jetzt natürlich kein Helmlicht, ist ja klar. Genau, das ist die MPUV, Multipurpose Utilitarian Vehicle. Keine Bewaffnung, kein Quantum, finde ich eigentlich sehr schade, weil sie sollten wenigstens mal irgendwie um den Mond fliegen können mit einem kleinen Quantum oder so, aber ja, gut, können die halt nicht, ne? Ich kann auch hier nichts mieten, ah doch, genau. Das ist wichtig für alle, die auf die Ausstellung gehen wollen. Ihr könnt hier alle Fahrzeuge mieten, indem ihr einfach hier draufklickt, klickt dann auf Rent und dann könnt ihr die hier kostenlos mieten. Schub. Und dann könnt ihr am Terminal die dann auspacken. Ne? Der Twenty hat sich hier mal reingesetzt. Ist also wirklich nur so ein kleines Schiffchen, um vom Planetenoberfläche zum Schiff, zum größeren Schiff dann natürlich zu kommen. Gibt es einmal in dieser Ausführung, die ist für Fracht gedacht. Und die andere Ausführung haben wir auf der anderen Seite, die ist für Personentransport gedacht. Die Kapsel, die da drunter hängt, ist allerdings die Rettungskapsel von der Idris. Also dieses komplette Teil, was hier drunter hängt, das ist von der Idris die Rettungskapsel. Die können wohl dann auch später davon aufgesammelt werden. Oh. Und da ist dann hier Platz für einige Leute. Ich wollte dem Typen jetzt hier nicht in die Linse laufen. Ja, 8 Leute. Ich hoffe, man backt jetzt hier nicht fest. Oh, Schuppi. Ja, will nicht. Ja, egal. Gut. Bei mir will er nicht. Ja. Gut, so viel ist leider zu den Schiffen absolut nicht zu sagen, weil die können halt nichts. Gut, so. Aktuell. Ja, nein, sie können ja generell nicht so viel. Sie haben keine Pew-Pews dran und sie haben nicht wirklich Frachtkapazität, sie haben kein Quantum. Im Moment haben sie halt relativ wenig Nutzen. Also dann nachher, wenn die großen Schiffe dann kommen, ist das natürlich schon eine Verbindungsschnur dann letztendlich, um Vorräte und Personal hinzubringen. Ja, dann kommen wir mal zu dem Brocken hier. Das ist die Argo, die ist letztes Jahr dazu gekommen. Das große Mining-Schiff für 3 bis 4 Personen Maximum. Doppelte Ladekapazität der Prospector.
sind dann hier jeweils diese austauschbaren Beutel auch wieder dran. Ja, fahren wir mal hoch, würde ich sagen. Dann gucken wir gleich noch ein bisschen von außen. Monkey? Monkey, ah, da bist du. Ja, ich wollte mich da jetzt nicht draufquetschen noch. Doch, ach, das passt ja. Zack. Komm her, kuscheln. Genau, fahren wir hoch. Oh. Ist natürlich alles sehr industriell hier. Oh, alles sehr einfach gehalten. Upsi, was macht ihr? Es gibt halt hier diese Seitenarme. Hier gibt es dann immer so eine Luftschleuse mit einem schönen Schrank noch mit Ausrüstung. Und ich hoffe, wir machen jetzt nicht kaputt, wenn ich hier einsteige. So. So, machen wir das auch mal an. So, ja, und dann fährt die hier aus. Schwupp. Und ja, dann hat man hier den Mining Arm im Endeffekt. Ich gehe mal in die Außenperspektive. Gucken wir uns das mal genauer an. Das haben sie scheinbar ein bisschen geändert. Sie hängen aber immer noch am Boden. Ja, das ist halt schon ein größeres Schiff. Da braucht man auch wirklich die Besatzung, weil der Pilot kann hier letztendlich nichts machen, außer das Ding fliegen. Und dementsprechend, wir hatten eben noch die Unterhaltung, wie sinnvoll so ein Teil für Solo ist. Und letztendlich sind wir dann dazu gekommen, dass es Solo nicht zwar geht, aber nicht wirklich sinnig ist. Weil, wie gesagt, der Pilot muss dann immer hin und her steigen zwischen der vorderen Gondel und dem Pilotensitz. Und da macht es dann natürlich nicht so wirklich den Sinn. So. So. Und hier auf der anderen Seite ist natürlich die andere Gondel. Dann gehen wir mal hier hoch. So, nun haben wir hier eigentlich einen schönen Aufenthaltsbereich. Küche, alles was wichtig ist. 20 liegt schon mal Probe hier, Aufenthaltsraum. Die Betten sind übrigens wie bei der Freelancer gleichzeitig auch die Rettungskapseln. Was ich auch ganz praktisch eigentlich finde. Das ist ein Konzept, was ich an sich immer ganz gut fand. Genau, dann. Bei der Constellation auch so. Bitte? Was meintest du, Pico? Ist bei der Constellation ja auch so. Genau, Constellation, die Freelancer, so die anfänglichen Modelle hatten das. Geh mal einen Schritt zur Seite, dann darf ich hier auch weg. Danke. Und dann geht's nach vorne hier nochmal. Schub. Hier ist dann Extraktor. Hast du mal da durchs Fenster reingeguckt? Ja, du siehst da die Bröckchen fliegen. Das ist ähnlich wie bei der Reclaimer, wo du hinten in dem Mahlwerk dann wo dann immer sowas runterbröckelt. Achso, den kann ich auch wieder lassen noch an. Dann kommen wir nämlich hier. Schub, da geht's über die Leiter runter. Und dann kommen wir hier in den vorderen Sitz. Das ist das, was ich eben meinte. Also hier drüber im Endeffekt ist genau der Pilotensitz. Das heißt, der Pilot, wenn er das denn solo machen wollte, müsste dann immer umsteigen zwischen dem Sitz hier und dem anderen an. Also er müsste dann immer erstmal wieder von hier reinfahren, dann nach oben klettern, das Schiff wieder umparken und dann weitermachen. Also allein macht es relativ wenig Sinn. Also da ist die Prospector dann doch deutlich schöner. Und wenn man dann zum Beispiel den Stampede, dieses Verbrauchsmaterial benutzt, da kriegt man auch die ganz großen Steine geknackt, die dann so 8 Tonnen sind und so. Das geht dann schon wunderbar. Also die Prospector ist mir doch sehr ans Herz gewachsen in den letzten Jahren und das Gameplay macht natürlich einiges an Spaß und bringt auch richtig Kohle. Also, wenn man die richtigen Materialien holt. Ein bisschen Glück gehört da natürlich auch dazu. Ja, Business. So, hier. Enter Pilot Seat.
Ne, will nicht anmachen. Power on. Systems activating. Systems on. Miep, miep, miep. Ja gut, sieht man jetzt natürlich nicht alles. Das haben sie natürlich abgestellt, weil sonst hier die Leute wieder durch die Gegend fliegen würden oder sonstige komische Sachen passieren. Hatten sie in den vergangenen Jahren nicht gemacht. Da konnte man dann immer das Fahrwerk einfahren. Das geht aber jetzt diesmal alles nicht. Oh no, und hier hat man auch Zugriff auf die Komponenten. Oh, ist schon ein schönes Schiff. Aber wie gesagt, alleine macht es keinen Sinn. Mit Freunden umso mehr. Gehen wir mal raus. Ich werde es mir auf jeden Fall mal ausleihen, weil dann kann ich so demnächst einfach nochmal fliegen, wenn ich Bock drauf habe. Aufzug kommt hoch. Oh, wo ist der Rest der Truppe? Ich sehe keine Marker mehr. Pico ist, glaube ich, draußen. Ah, ihr seid draußen. Ah, ist Stau gibt. Gut, gut, gut. Ja. Ist natürlich ein gewöhnungsbedürftiges Design, also ist halt schon wirklich so ein industrieller Klotz. Aber das ist genau das, was mir an dem Schiff so gefällt. Genau. Muss echt eine Leiter nach oben. Ja. So, ich leise mir auf jeden Fall nochmal aus. Wie gesagt, ich besitze sie nicht, ich finde sie nur cool. So, ja, gut. Auf der IAE in diesem Jahr gibt es übrigens, das sehen wir da hinten, wenn man left. Achso, das ist aus dem, ja. Dieses Mal haben sie hier auch Schiffswaffen und Module ausgestellt. Finde ich auch mal eine nette Idee. Ich glaube, allein kann man die nicht, oder? Ich glaube nicht, ging nicht, oder? Nee, nur kaufen. Achso, kann ich direkt kaufen? Ja, prima. Ah ja, siehst du. Bloß eine genaue Beschreibung, wenn man anklickt, kriegst nicht. Du siehst bloß den Namen, oder? Moment, hatte ich jetzt nicht drauf geachtet. Ach, komm, spring hoch. Oh. Ja, genau. Ja, doch. Hier, Size 3, Grade R, Class Industrial. Man hat halt nur noch keine wirklichen Vergleichswerte, das ist das Problem. Man muss halt dann immer auf Webseiten zurückgreifen. Oh, flauschiger Teppich. Der ist so flauschig. gut, jetzt habe ich eben natürlich nicht auf den Messeplan geguckt. Wir müssen hier lang. Ja, ich wollte mal rüber noch zu den Waffen gerade. Ja. Es gibt übrigens in diesem Jahr zwei Hallen. Einmal die Apex-Halle und dann noch die... Moment, wie heißt die andere Halle? Ja. Die andere Halle halt. Das heißt, Morgan ist Grey Cat und also das, was ihr jetzt hier seht, ist Morgan auch noch da. Und Morgan kommt dann der Hersteller in der anderen Ausstellung. Heißt es nicht 48 Stunden pro Ausstellung? Genau. Ne? Also heute und morgen ist hier in der Halle dann Grey Cat, also übermorgen auch noch das Argo. Genau. Und morgen ist dann in der anderen Halle, ist dann, ja, hier sieht man übrigens schön den Vergleich, Monkey steht da neben einer Size 6 Waffe. Ja. Ich habe eben noch Star Trek gesehen, da hat man gesehen, was so Schiffswaffen mit so Menschen machen. Fand ich schon ein wenig heftig, ja. Wo war ich? Genau, und morgen kommt dann ein neuer Hersteller, kommt dann in der anderen Halle, der bleibt dann da 48 Stunden und ja. Ja, genau, ja, auf den Knien rutschen hier, das könnte, es ist schon flauschig, oder? Ja, das sieht nur so aus. Das ähnelt so ein bisschen meinem IKEA-Teppich. Gut, aber sind wir ja auf dem richtigen Weg. Was wir jetzt noch nicht gemacht haben, wir waren jetzt hier in der Haupthalle unten noch nicht bei den Hologrammen, beziehungsweise und bei den Kleinfahrzeugen. Und noch eine Nebenhalle, ne? Genau, und noch die Nebenhalle, wo dann die Nomad steht. So, auch der ganze Beton hier, wenn man sich das anguckt, also die haben hier unheimlich viel Liebe zum Detail mal wieder reingesteckt.
Ich finde es jedenfalls total klasse gemacht. So, hier haben wir eine ganze Armada von Greycat Buggies, die immer noch so schäbig aussehen. Oh, die brauchen dringend mal ein Update. Also man sieht einfach daran, dass die aus den Anfangstagen von Star Citizen stammen. Da ist einfach vieles, was hier noch fehlt. Die sind nie wirklich überarbeitet worden. Aber sie sind trotzdem... Ich mag sie. Ich mag die Greycats. Die sind cool. Kleine Golfkarren eben. Knuffig. Damals im Hangar gab es ja auch noch einen Parcours dafür. Ja, genau. In der Anfangszeit gab es diesen geilen Parcours, wo du wirklich eher Looping konntest nicht fahren, aber da gab es dann so Rampen und so. Das fand ich total cool. Ja, hier haben wir den Rock. Der ist ja zuletzt erst dazugekommen. Das kleine Mining-Fahrzeug, mit dem man dann mittlere Gesteinsbrocken abbauen kann. Ich leih mir den auch mal aus. Ich habe da so einen kleinen Hintergedanken. Damit kann man im Endeffekt ähnliche, dann steig halt du ein, ähnliche Steine abbauen wie auch mit dem Handmining. Aber die sind dann halt was größer, können nicht mit dem Handmining abgearbeitet werden und nur mit dem Greycat hier. Und der saugt dann diese Diamanten ein. Also kann man wohl ganz gut Kohle mitmachen, aber ist auch ein bisschen mühselig. Diese Computerstimmen werden auch irgendwie immer mehr Mode. Ich finde die ja nicht so prickelnd. Mit dem kann man an sich ganz gut Geld machen, aber ist natürlich auch mühselig, weil man muss halt immer hinfliegen, suchen, scannen, dann landen, umsteigen, in das Ding rein, hinfahren, minern. Entschuldigung. Dann gehen wir mal in die andere Halle, weil da wartet ja eigentlich das, weswegen wir alle hier sind. Auch die Durchsagen und das Marmor hier, das ist... hier sind wir natürlich noch an dem Holo von der, Pioneer, Gott. Das Basenbauschiff von Consolidated Outland. Tatsächlich das zweite Konzept, beziehungsweise das erste Konzept nach der Mustang. Weil es gibt wirklich nichts, ne? Es gibt die Mustang-Reihe, es gibt die Pioneer und es gibt noch jetzt die Nomad und das war's von Consolidated Outland. Ja, ist ja auch ein sehr junges Unternehmen, ne? Ja, und innovativ und so. So ein bisschen wie hier Elon Musk halt, ne? Wird auf jeden Fall spannend, vor allen Dingen, weil man hat ja jetzt vor kurzem auch die ersten Bilder von planetaren Außenposten gezeigt. Müsst ihr einfach mal, wenn ihr wollt, auf meinem YouTube-Channel in den News von letzte Woche, da findet ihr übrigens mich auf YouTube. In den News wurde halt immer mal im letzten Sprint-Report wurde halt mal die planetaren Basen, die ersten Explorationen, die man da macht, gezeigt. Auf jeden Fall spannend. Gut, okay. Dann wollen wir jetzt aber, wie gesagt, in die letzte Halle, dann mal zu Consolidated Outland gehen. Hast du nicht noch die SAV auf dem anderen Holo-Dingens vergessen? SAV, wo andere... Das Abschleppschiff, das ist... Ach so, andere Seite, ja, Entschuldigung, stimmt, hast recht. Ja, willst du den Leuten hier was unterschlagen im Stream? Natürlich, das mache ich doch die ganze Zeit. So, hier, genau, SAV von Argo Astronautics, Abschleppfahrzeug, Raumschiff. Ja,
ist wirklich ja nichts anderes, ne? Wird, ja, liegen gebliebene Schiffe können hiermit abgeschleppt werden. Hm. Ja. Aber es ist keine Originalgröße, ne? Nee, ich denke mal, die sind ein gutes Stück größer, ne? Das ist klar. Klar. Ist ja nur ein Holo. Ja, aber, ja, das Gameplay ist halt irgendwie, gibt's halt noch nicht so wirklich her, auch wenn man öfters mal von Leuten hört, die ohne Sprit liegen bleiben. Das ist sowas für die Fuel Rats, das wird auf jeden Fall dann noch interessant. Was das Teil nicht kann, ist nachtanken, also es kann seine Schiffe halt nicht betanken, es kann sie halt wirklich nur abschleppen. Das heißt, liegen gebliebene Schiffe, soweit zerstörte Schiffe, dass sie halt nicht mehr fliegen können, dafür ist dann dieses Schiff hier gedacht. Ja. ADAC im Weltraum. Gut, okay. Jetzt aber, Monkey, ich habe nichts mehr vergessen, oder? Ich muss ja sagen, ich hatte vorher auch mal ein bisschen gespingst hier. Ich war auf dem PTU, war ich mal hier drin, aber ich glaube, an dem Tag war ich nicht hier drin oder habe nicht alles gesehen. Und alles war natürlich auch noch nicht ausgestellt, weil die Nomad war ja bis gestern Abend noch so ein bisschen Geheimnis. Auch wenn da schon wild diskutiert wurde, ob die Nomad vielleicht ein angekündigtes Raffinerieschiff ist, was sie ja dann letztendlich nicht geworden ist. Hätte mich ein bisschen gewundert, weil Nomade, also Nomad heißt ja schließlich Nomade, weiß ich nicht, ob das jetzt so gepasst hätte zu einem Raffinerieschiff. So. Dünn. Rechts ist die nächste Halle. Ja, rechts. Ja, ich war gerade noch am Gucken. Gut. Aber auch hier die Halle. Ich meine, muss man einfach mal würdigen. Das sieht total genial aus und super glaubwürdig. Die und ich hatten denselben Gedanken. Ja, man, genau, man kann da hochlaufen. Es geht. Yay, yippie. Ist das geil. Habt ihr denn auch ein Medpen ausgerüstet? Ja. Hallo Entropiewirbel, grüß dich. So, gut, also das geht auch. Haben wir das auch schon geklärt. Jetzt bräuchten wir eigentlich hier so Pico, den Delfin will ich mal sagen. Pico, der Pinguin auf dem Surfbrett. Können wir den hier runter... Gut, also Apex-Halle. Die Nomad ist ein Premium-Starterschiff geworden. Wir sind gerade auf dem Weg dahin. Dann kommst du sozusagen direkt zur richtigen Zeit. Dann, die haben wir noch nicht geguckt, die gucken wir jetzt. Liegt so ein bisschen zwischen der Avenger und der Cutlass. So wird sie jedenfalls ein bisschen vermarktet. Links. Gehen wir erstmal links. Ich glaube, das ist eh egal hier in der Halle. So. Ja. Ach, lass mal die Betas und Alphas und hast du dich gesehen, lass mal erstmal links liegen. Gucken wir uns noch mal die Nomad an. Ja, schönes Schiffchen. Wurde gestern halt, wie gesagt, im Inside Star Citizen das erste Mal vorgestellt. Hat vorne hier Size 3 Hardpoint, oben drauf sind auch zwei Size 3 Hardpoints. Mit Bestückung ist Gimbal Size 2 komplett. Sie hat Size 2 Raketen, 4 pro Seite, also 8 Stück. Dieses Ding hier ist wirklich das Landegestell, das heißt, die schwebt die ganze Zeit rum. Also die hat eigentlich nie Kontakt zum Boden. 12 Manövriertriebwerke, 2 Haupttriebwerke, 2 Retrotraster. Ja. 24 SCU Ladekapazität. Ja, das fahren wir jetzt mal. Genau, das fährt jetzt mal runter. Dankeschön. Dann hat man nämlich hier diese tolle Rampe. Finde ich ja schon cool. Und hier haben dann 24 SCU Platz drauf. Oder eine Party. Oder. Ja, kann man auch eine Party drauf machen. Ob man Gepäckträger dazu kaufen kann? Es ist so ein bisschen dieses. So ein bisschen viel oben drauf noch. Ja, genau, oben noch ein Gepäckträger für nochmal 12 SCU.
Genau, also die Fracht ist aber nicht gut geschützt, ne? Nee, nach nein, außen. Das, also. Das ist halt Pickup, das ist alles offen. Aber es sieht schon, ja, gut, das Rauf- und Runterspiel. gut, okay, wir steigen mal ein, das geht hier an der Seite. Und dann machen wir erstmal Open Ladder, weil es sieht so geil aus. Schwupp. Oh, dann gehen wir mal rein hier über diese schicke, tolle Leiter. Entership. So, okay, dann haben wir hier... Links und rechts sollten eigentlich Waffenrecks sein. Ich sehe es aber nicht. Ah, doch, hier. Ja, steh davor und sehe es nicht. Hier sind Waffenrecks. Das sind auch alles so Holo-Panels hier. Und einen Schritt weiter. Ja, von hier können wir... Winke, winke. Ja. Oh. Ja, geht nicht. Genau, hinten kann man aufs Frachtdeck gucken. Da sind Komponenten, das sollte der Quantum und der Power Generator sein, genau. Power Plant, Quantum Generator hat man dann hier Zugriff drauf, das sind ja schon mal so die wichtigsten Komponenten. Kleine Abstellkammer für eure Rüstung und sonstiges Equipment. Das Klo willst du nicht zumachen. Das stinkt auch sonst im ganzen Schiff. Ist aber keine Dusche, ne? Ist nur. Es geht nicht. Also ich kriege es nicht zu. Ich bin gerade durchgeglitscht. Sozusagen hast du gerade die Spülung betätigt. okay. Wahrscheinlich weiß die Höhle nicht dicht. Ach, wieso denke ich jetzt an Man in Black? Du hast das Ausspülen immer geliebt. So, okay. Also in die Toilette des Todes gehen wir schon mal nicht mehr rein. Die machen wir jetzt mal zu hier. Komm, auf, zu. Zip. Oh, dann haben wir hier den Door Access. Ah, geht schon auf. Das sieht natürlich schon cool aus hier mit diesem dreieckigen Mechanismus. Ja, und dann hat man hier so einen kleinen Wohnbereich drin. Finde ich ja auch ganz nett. Ne? Mit Bett und allem drum und dran. Ne? Können wir uns draufsetzen hier. So, haben wir da eine kleine Topfpflanze. Ja, gegenüber den ausfahrbaren Stuhl. Proteinnahrung. Ja, Entschuldigung, Entropiewirbel. Ich muss mich mal wieder auf den Chat einrufen hier. Ja, ist ein Schönwetterschiff. Beziehungsweise ist halt nicht so geschützt wie in anderen. Aber es soll ja auch ein Starter sein. Ne? Ich meine, so, steigen wir mal hier ein in den. Nupsi. Was? Jetzt ist. Ich krieg nicht. Merk. Fängt ja schon super gut an. Oh. Dreckstüre, geh auf. So. Ah, okay. Ja, gut. okay. Gut. So an sich muss ich sagen, hat einen guten Überblick. Alles ist ohne Knöpfe. Nee, trotzdem alles bedienen. Gucken wir mal. Cargo Bay. Ja, das sieht doch gut aus. Close Exterior. Exit. Ja, so richtig kann man hier. Ich dachte, hier könnte man dann das klicken, was dann auch da abgebildet ist, aber das ist scheinbar geht das nicht. Das kommt dann wahrscheinlich noch. Ja, relativ großes Display in der Mitte. Gefällt mir an sich auch ganz gut. Wie gesagt, hier ein paar Streben hat man, aber an sich hat man einen schönen Überblick. Alles Wichtige schön unten in dem Display dran. Ja, doch, das kann auf jeden Fall schon mal gefallen. Oder mir zumindest. Ist natürlich, der Look ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Wird halt natürlich so ein bisschen auch als innovativ verkauft oder marketingmäßig.
Open. Ja. Hallo Unbekannter. Tag. Uhu. So, und das ist die Leiter hier im zusammengefalteten Zustand. So. Genau. Exit Chip. So, und dann wurde mir eben was gesagt, was ich ehrlich gesagt, wo ich leider wieder sagen muss, typisch CIG, habt ihr wieder mal verkackt. Das Schiff kann man nicht ausleihen. Das ist. Ich denke doch mal, wenn man neue Spieler zum Spiel bringen will, dann gibt man denen doch die Möglichkeit, das neue Starterschiff auszuleihen, damit man dann hingehen kann und die Leute dazu bringen kann, das zu kaufen. Statt ein Starterschiff, was hier daneben steht, was 20, 30 Euro weniger kostet. Das ist so dermaßen typisch CIG, das ist wieder mal nicht zu Ende gedacht. Gut, also kommen wir noch zum Abschluss hier zu den Mustang-Varianten. Das ist die Delta, die hat Bewaffnung hauptsächlich und Panzerung, ihr seht es auch schon hier oben. Hat halt eine deutlich stärkere Bewaffnung, diese Size 1 Raketen da oben. Diese Raketenpots sind ziemlich useless, muss ich sagen. Also, ja. Hatte ursprünglich mal ein Nachlademagazin für Raketen im Moment. Das möchte ich jetzt mal nachgucken. Ich weiß es nämlich nicht mehr, ob die das immer noch haben soll oder nicht. Ja, ich lasse euch mal da schön in dieser Ansicht da. Und flutscht mal gerade am Desktop. Dip, 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 dip. Wo sind wir? Consolidated. So. Also, die Delta hat. Ich hole euch einfach mal hier mit auf den Desktop rüber. Dann gucken wir mal gemeinsam. Also, die hat nämlich zwei Waffen Size 2. Dann nochmal zwei Size 1 und zweimal 16 Raketen Size 1. So. Ursprünglich war es mal so, sie hatte deutlich mehr. Und diese haben dann nachgeladen aus dem Innenraum. Ja, aber das geht nicht. Warum ist denn mein YouTube da immer noch eingeblendet? Das müsste doch schon längst wieder weg sein. Warum sagt denn keiner was? Nee, ist weg. Alles gut. Hab nichts gesagt. So. Gut. So viel dann zur Mustang Delta. Dann haben wir hier ist, das ist die Alpha, das ist die Frachtvariante. Die macht schon ein bisschen mehr Sinn, weil die hat 4 SCU Platz hier drin. Das fährt hier runter, das kann man auch wieder einfahren. Ich weiß, hat es einer von euch ausgefahren oder? Nein, mieten will ich nicht. Ja, ich habe das ausgefahren. Ach so, okay, nett. Super, nee, das fährt dann natürlich in den Schiffsraum rein. Ja, an sich ähnliche Bewaffnung. Vorne zwei Size 1 Waffen hier drauf, keine Raketen oder ähnliches. Ja, ist halt wirklich ein reines Starterschiff. Das ist wirklich nur um die ersten paar Wochen vielleicht über die Runden zu bringen. Hat aber Raketenmounts an den Flügeln, oder? Ich meine, die Mounts sind da. Ich kann nochmal gerade um den Desktop. Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, die kannst du aber nicht nachrüsten. Das ist halt nur, weil die das gleiche Chassis alle haben. Die Alpha ist die Cargo. So, ich nehme euch nochmal mit hier auf den Desktop. Die Omega ist gar nicht ausgestellt, fällt mir gerade auf. Ja, stimmt. Ich habe es auch nicht gesehen. Also, die hat auch, die hat vorne noch zwei Size 1 Hardpoints, die sind angebracht, aber da kann nichts dran. Raketen hat sie gar nicht. Also, Das dann zu dem Thema. Aber wie gesagt, die Starterschiffe werden eigentlich immer mehr entwertet. Ich glaube, das merkt CIG auch selber.
weil die Auroras und Mustangs, man sieht sie auch immer weniger, weil es halt mittlerweile auch deutlich mehr Alternativen gibt. Die schon allein die Avenger. Und jo, Brennmann, mach's gut. Schönen Abend dir. Ich hatte es nicht gelesen, jetzt ist er wieder weg. Ich muss mehr auf den Chat achten. Nee, da steht so doch hier die Rennversion. Da ist sie doch. Wie bitte? Hier steht sie doch, die Rennversion. Ach so, nee, die AMD-Version meinte er. Ach so, nee, die AMD-Version ist ja eh eine Special gewesen, weil die kannst du ja nicht kaufen. Wo wir mal reingehen, ist hier mal in die, weil das ist ja hier der Space Camper, weil die hat noch wenigstens eine Besonderheit zu den anderen Modellen. Oh, jetzt muss ich mal gucken, wie ging das hier nochmal? Exit to Rear, genau, so. Nee. Also ich habe gerade im Spektrum gelesen, CRG weiß, dass sie Normed nicht mietbar ist. Deswegen haben sie für alle Bäcker momentan halt abrufbar im Terminal gemacht. Okay. Aber sie arbeiten an dem Problem, dass die mietbar ist. Okay, gut. Dann erfahrt das hier bei mir direkt. Die ist nicht mietbar, aber es ist nicht beabsichtigt. Tut mir leid, CIG, was ich da eben gesagt habe. Das war in der Mangelung von Informationen. Voreilig. Sind wir mal ehrlich, CIG macht öfters so Klöpse. Also es wäre jetzt nicht sehr. Ja, wäre kein Wunder gewesen. Ja, aber ich komme nicht hinten ran. Eben konnte ich es hier kurz sehen. Exit to the rear. Das ist doof. Will mir mal was zeigen. Weil hinten hat die einen kompletten Wohnbereich. Gibt es hier die Option irgendwie Enter to the... Ne? Ja gut, schade. Ich würde es eigentlich gerne mal zeigen, aber wie gesagt, es sind halt hier wieder mal die Krux ist, dass es halt mal wieder nicht funktioniert. Ich muss sagen, ich finde das Rework von der Mustang finde ich eigentlich sehr schön. Was ist? Warum steige ich jetzt wieder aus? Ich finde es halt, es ist halt ein komplett anderes Schiff als das ursprüngliche, ne? Genau, ja. Komplett. Ein neues Schiff. Ja, gut, die eigentliche Form, sag ich mal, ist beigehalten worden. Das Landefahrwerk ist halt komplett geändert worden. Steigst nicht mehr von unten ein. So, darf ich nochmal? Darf ich nochmal probieren? Ja, danke. Weil ich weiß nicht, warum ich da jetzt wieder rausgeflogen bin aus dem Cockpit. Aber ich würde nicht sagen, dass die Form beibehalten wurde, ne? Das war ja, die hatte ja 4 Tragflächen ursprünglicherweise. Ja, ich meine, die Tragflächen waren irgendwie massiver. So, jetzt hat es geklappt. So, wie gesagt, das hat nur die Version hier, das haben die anderen halt nicht. So, weil die hat hier hinten auch eine kleine Küche drin. Ja, zumindest also, und sogar für ein kleines Bad ist hier hinten auch noch. Ne? Also Klo, Dusche, alles drin. Kann man auch mit gut rumkommen. So. Gut, dann steigen wir mal wieder aus hier. Ne, Enter Pilot Seat. Wollen wir, Pico, machst du mal gerade die Luke hier auf von außen? Wo du da schon stehst? Danke. Dann brauche ich nicht erst wieder in den Sitz einsteigen und... So. Ja, wie gesagt, die neu kommenden Starterschiffe entwerten halt die alten deutlich. Also hier ist noch die Racing-Variante, die macht noch ein bisschen mehr Sinn, eben weil sie das Racing als Hauptzielgebiet hat, kann aber mit einer M50 oder mit einer Miss Grazer leider auch nicht mithalten, deshalb fliegt die auch immer in ihrer eigenen Klasse. Hat halt noch ein zusätzliches Triebwerk, ja gut. Schwierig, also ich würde ehrlich gesagt... keinen eine von den Mustangs empfehlen. Und nicht von den Auroras. Für einen billigen Einstieg in Star Citizen zu kriegen, reicht es, ja klar. Man kann auch was machen. Aber wirklich viel reißen kann man nicht.
Die Nomad dagegen geht halt schon in die Richtung, in die Richtung der Avenger. Damit kann man halt mehr machen. So, und weil ich eben schon gesagt bekommen hatte, dass die Nomad nicht zu leihen ist, bin ich hingegangen, habe mir von ein paar Store-Credits die einfach geholt, damit ich die mich hier mal zeigen kann, weil ich wollte jetzt mal mit da rumfliegen. Und mit euch mal kurz gucken, ja, ob die überhaupt missionstauglich ist. Oder Fracht, gut, Frachtfliegen, klar, kann man damit, 24 SCU hat sie. Schauen wir einfach mal. Ja, walk, don't run. Ich renne aber trotzdem. Ich lebe auf der gefährlichen Seite. Oh, hier könnt ihr übrigens, wenn ihr auf der IAE seid, könnt ihr hier noch was zu trinken und was zu beißen holen. Ah, komm, machen wir mal. Oh, packen wir mal weg hier. Was? Kann ich nicht? Ich muss es essen. Ach, Mist. Na gut. Na, kaufst du das Wasser? Nee, will nicht. Gut, Pech gehabt. Auf zum Raumhafen. Aber wie gesagt, also auch die Videoleinwände hier, muss man natürlich auch mal sagen, finde ich total klasse. Da laufen echt die ganzen Werbeclips ab, in ziemlich guter Qualität sogar. Finde ich schon sehr cool gemacht. Ja, die haben sich super viel Mühe hier gegeben, was die IAE angeht. Jedes Jahr wird's geiler. Und kommt rein. Hat schon gedrückt. Was lachst du? Oh, nix. No, nix. Ich erlaub mir nur mal Spaß. Gut. Metro Loop. Morgen wird es natürlich richtig spannend. Morgen ist Aegis-Tag und Aegis ist, glaube ich, der Hersteller mit den meisten Schiffen überhaupt im Spiel. Also da gibt es viel zu zeigen. Commons. Ja, wie gesagt, morgen gibt's halt... Oh, 9 Sekunden, kommt ihr noch? Ah, Pico, nein! Bald. Tschüss! Oh, ach, Mann. Glück gehabt! Ja, und einer müsste jetzt noch dabei sterben. Ja, ist noch keiner gestorben heute, ist ein Scheiß-Stream. Also, wenn keiner stirbt, ist doch... Noch ist der Stream nicht zu Ende. Ja, stimmt auch. Immer bis einer weint. Wir sind in Commons, Monkey. Falsch. Falsch. Wo wollt ihr hin? Zum Raumhafen. Pico, schnell. Wir sind schon mit zwei Türen. Zwei Stationen. Ja. Oder geht sie unter? Eben war noch dunkel, als ich im Hotel war. Dann geht sie wahrscheinlich auf. Schön. Schönes Ding. Oh.
Aber schön, dass man jetzt nicht wie bekloppt auf einer Stelle marschiert. Ja, gut. Ich muss sagen, also so Framerate-technisch und so sieht es im Moment echt gut aus. Also wenn man bedenkt, dass die Server heute um 17 Uhr alle komplett irgendwie zusammengebrochen ist, läuft es jetzt wirklich ziemlich gut. Bis auf das Mobiglas. Ja, gut, okay. Die werden wahrscheinlich jetzt irgendwie noch Datenbankprobleme haben, schätze ich mal. Weil, ja, irgendwas wird schon wieder schiefgelaufen sein. Die werden ja was deaktiviert haben, damit es läuft. Das kann auch gut sein, ja. Aber es wäre kein CIG-Event und es wäre kein Freeflight, wenn es keine Fehler gäbe. Ich meine. Ja, siehst du, die Panels hängen immer noch in der Luft. Ja, da kommt er schon. Gut, alle rein. Letzter drückt auf den Knopf. Pico. Oh. Oh, vergesst nicht, eure Helme zur Sicherheit mal aufzusetzen. Wenn's gehen würde. Ja, drück H. Ja, das hat bei mir vorher 30 Sekunden gedauert, bis er kam. Achso, ich sag das so schön, ne? Ich sollte es vielleicht auch machen. Ne? Na gut, laufen wir erstmal so rum. Dudidum. Naja, das kennen wir nicht anders. Rempeln. Das kann er. Da ist doch das Pico. Da liegt einer. Hey, Pico. Hey. Im Shop sind doch noch andere, meine ich, oder? Ja, behold the mighty Pico. Das ist der Clouden schon einer. Das ist ja... Oh. Anvil, Anvil. Argumo. Nomad, da ist er. So. Schub. Habt ihr jetzt auch Nomads? Ja, nee. Ich hab auch eine Nomad. Ich hab auch die Star Wars Auswahl. Ich flieg beide mit. Okay, hast du die nicht? Nö, nee, keine Lust, die zu holen. Nein, ich mein, ja, dann komm. Nee, ich meinte Monkey, ob du die Star Runner denn nicht besitzt. Hm. Dass du die hast. Ach so. Drei Mann in der Spine, das ist keine gute Idee irgendwie. Meinst du? Wir werden alle sterben. Ihr seid doch bloß zu faul zu fliegen. Habt ihr wieder eure Joysticks nicht eingerichtet oder was? Es ist doch unglaublich. Faule Bande. Ah, die Leiter ist echt ein Highlight. Ach, das ist ja ein Single-Seater. Ich hätte schwören können, der hat ja zwei gehabt. Nein. Deshalb habe ich gesagt, das ist nicht so die super Idee. Gut, okay. Kiste an. Ihr könnt auch in Hangar 14 kommen. So. Ich habe mir gerade eine Starrunner geliehen. Also. Da ist genau. Rakete Launch. Hm, ich kann mich aufs Bett setzen und dann das Schiff von außen sehen. Ich sitz auch. So, gut, okay. Wir kommen mal was näher ranholen. Ja, gut, die Zentrierung funktioniert hier nicht so wirklich gut. Guck mal, was ich. Jetzt geht's halbwegs. Wow! Uiuiuiui. Oh je. Oh.
Launch complete. Oi, 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 oi. Was machst du denn? Die dreht automatisch nach rechts rum, wenn du. Oh. Okay, schnell raus hier. Boah, ey, geht's noch? Ich muss jetzt hier schief gucken, damit ich geradeaus gucken kann. Echt jetzt? Thank you. Also, es ist alles und guckt man hier. Boah. So, okay. Dann zeigen wir jetzt mal ein bisschen mehr von dem Schiffchen. Fahren wir mal das tolle hypergalaktische Fahrwerk hier ein. Das sieht schon cool aus. Also sie dreht irgendwie automatisch nach rechts runter. Macht nichts? Na, jetzt tut's auch nichts im Moment. Okay. Gut, okay. Schauen wir mal im Mobbingglas. Was sagt das Mobbingglas? Das sagt Delivery Mission. Was haben wir denn da? Collect all packages from Ravari und Clio. Outpost und Microtech. Padlocker Microtech, aber bestimmt nicht. Also Single-Kisten-Missionen haben wir jetzt nicht. Aber ich will den Stream jetzt auch nicht so komplett überladen hier. Dann suche ich uns jetzt gleich mal irgendwas aus, wo wir vielleicht handeln können. Und werden einfach mal Fracht reinladen in die Kiste und gucken, wie viel Geld wir damit machen können. Muss ich mir schon mal einen Zettel und einen Stift holen? Jo. Hallo Angi, 2085, nee, 2085. Immer. Hast du aber spät gemerkt. Ja, ich muss mir echt angewöhnen, um Chat zu gucken. Da habe ich letztes Jahr auch irgendwie 2 Abende für gebraucht, bis ich das dann irgendwie drin hatte. Aber ich wusste ja, dass du es bist. Hätte ich jetzt auch einfach sagen können, ne? Was ist bei Clio? Ja, ach Gott, fliegen wir einfach mal hin. Da wird schon irgendwas zu handeln sein. OM1, Calliope. 20, Clio ist das Ziel, ne? Mhm. Also müssen wir erstmal ein bisschen raus hier. Machen wir mal ein bisschen Stoff hier. Sieht das geil aus, wenn man vom Planeten runterschaut. Sollen wir gemeinsam springen oder? Wir können es ja gerne probieren. Schön ist es, schönen Sound hat es auch. Aber ganz ehrlich, die Laderampe, also mir erschließt sich nicht so wirklich, warum die jetzt offen sein muss. Hätten wir auch anders machen können. Ich meine, sie haben doch angefangen, da ist doch dieser komische Spoiler oben drauf. Da kommt der Traktorbeam drauf. Das stimmt, der kommt ja auch noch, ne? Hatten sie ja angekündigt. So, okay. Also, Startgewicht. Ich richte mich aus, OM1. Achso, ich habe direkte Sicht auf Clio eigentlich. Mich will er über OM1 schicken. Dann mache ich das auch. Quantum Travel engaged. Quantum Travel complete. So. Aha, jetzt geht er auf. Aber auch die Übersicht hier über die Instrumente finde ich ziemlich gut gemacht. Also ist jetzt echt nicht schlecht. Ich bin bei Ankunft explodiert. Was? Ja. Okay, da bin ich mal gespannt. Anne kommt bloß nicht an. Oh je, oh je. Quantum Travel complete. Geschafft. Okay. Machen wir den hier. Siehst du, ich habe aufs richtige Pferd gesetzt. Shubin Processing Facility. Nee. Ach,
kommen hier. Fliegen wir mal nach Anvik Research Outpost. Da kriegen wir bestimmt was gekauft. Das Design ist wirklich gewöhnungsbedürftig. Wie gesagt, ich finde sie jetzt nicht hässlich oder so. Das möchte ich gar nicht sagen. Sie ist schon interessant, aber... Ich meine, sie ist eine günstige Alternative. Das ist auf jeden Fall. Auch gar nicht die Waffen ausprobiert, siehst du? Ah, super. Kein Waffensound. Dem hört man aber. Zum Teil. Ach nee, Quatsch. Man schlägt sich ja. Nee, also ich höre nichts, also feuern tut sie. Aus allen Rohren. Nee, aber hier hinten hört man das. So. Wenn ich hier feuere, hört ihr das, ja? Ja. Okay, ich höre im Cockpit, höre ich nichts. Das ist mein Alarm. So, dann gucken wir jetzt mal, wie sie sich hier in der Atmosphäre schlägt. Wie gesagt, 12 Manövriertriebwerke. Oh, muss da vorne mal auf den kleinen Vorhaltpunkt hier. Oh. Mal rollen. Oh. Oh, doch. Fliegt sich gar nicht mal so schlecht. Aber ist echt ein Spritfresser. Also wir haben jetzt nur noch 81% Hydrogen. Das ist schon... 10% für das kurze Stück ist schon eine ganze Menge. Also da ist die 100er-Serie deutlich sparsamer. Die Gas verbrauchen ja... In der Realität haben sowieso mehr als normale Autos, wegen der Verwirbelung auf der Ladefläche. Das wird sein, die Wirbelschleppen im All, die sind ja... Oh. So, Landegestell ist draußen. Ich meine, die sieht schon cool aus, gar keine Frage. Also... Oh, wir nehmen auch nur das kleine Pad hier. Das möchte ich jetzt mal sehen, wie die hier einfedert. Schub. Und cool. Oh, und dann ist die eingefedert. Cool. Ja, dann... Würde ich mal sagen, steige ich mal aus, gehe ich mal was kaufen. Shopping. Nicht so drängeln, bitte. Sonst kann man hier nichts anklicken. Ja. Ja, rausgehen darf ich eh nicht. Immer diese... totalen Egoisten hier, ne? Pico, me first hier, das ist das, was England, Amerika ins Verderben gestürzt hat, weißt ja. Oh, gut, dass ich einen Helm auf habe mittlerweile. Nee, jetzt schnell ist gerade. Nee, ich habe irgendwie keinen Helm auf, aber okay. Bei minus 73 Grad, interessant. Ich sterb hier auch gleich. Okay, gut. Zieht er jetzt endlich mal hier seinen Helm auf? So scheiße. Nur übers Mausmenü und dann warten, ja, geduldig sein. Ja, das habe ich ja eben schon gemacht. Ich war ja geduldig. Super. Gut, also was kauft man denn hier? Stims Medical Supplies. So, da weiß ich in etwa immer, was die bringen. So.
schreiben wir mal auf hier. 39.901. So. Gut, okay, kaufen wir ein. Got it. Ja, jetzt habe ich immer noch keinen Helm auf. Und es ist auf der Ladefläche drauf. Ich kann nicht mehr hinten rausgucken. Ja, das Problem ist, ich kann jetzt nicht rauskommen, weil ich habe den Helm nicht auf. Wo ist er denn? Cotillo? Cotillo? Paladin, da ist er doch. Ja. Hau mal drauf, Pico, komm, ich renne jetzt. Nee, nein, ich geh schon in. Ja, mach wieder auf hier, nein. Fuck, ich verrecke, ich verrecke. Ja, einer, einer. Tja, das mit dem ist schon offen war nicht besser. Weil draußen ist noch weniger Luft als hier drinnen. Super. Dann fliegt die Gurke doch mal bitte zurück nach Mycotech. Jetzt muss doch einer von euch fliegen. Ja, ja. Ich sag doch, ich hab's richtige Pferd gesetzt. Oh. Ach, das ist doch scheiße. Vor allen Dingen, ich konnte ja noch darüber laufen. Das ging ja wunderbar. Seht einfach nur zu, dass ihr die gerade sicher hier wieder zum Raumhafen kriegt. Mehr muss ja nicht sein. Stimmt, der hat einen richtigen Krall. Also meinst du das auch, dann liegt es nicht an mir. Liegt wohl an den Hover-Dingern, schätze ich mal. Na, jetzt kann, geht's. Kann. Ja, ja. Okay, hier ist ein schwarzer Abgrund. Natürlich falle ich durch. Das war so klar. Heidrücke in vielen schon bei 75%. Ja. Viel hat's denn nicht. So, ich bin jetzt hier mitten irgendwo auf Mycotech. Das ist super. Ach Gott, ey. Ja. Wie gesagt, einen Toten gibt's mindestens. Ja, ich hatte das eben zu früh gesagt. Ich glaube, ich werde jetzt auch nochmal sterben hier. Weil ich, wie gesagt, ich bin gerade hier durch alles durchgeglitscht. Und, ja. Aber ich bin ja immer schon an der Weihnachtsdekoration, die scheinbar wieder steht. Ja, komm, bringen wir uns halt nochmal um hier. Es ist doch. Nö. Diesmal ist jetzt wenigstens alles geladen und ich kann raus. Das ist schon mal gut. Wer funkt mich denn da an? Ich will keinen Call. Wer ist denn das? Der Quantum Drive ist schnell gespult. Naja, ist ja. Ist ja ein kleiner, die sind ja relativ schnell, ne? Gut.
Juti, ich fahre da, also wenn ihr gelandet seid, sagt ihr Bescheid, weil ich werde dann jetzt gleich zum Verkaufsstand gehen, dann kann ich ja gucken. Ah ja. Ja, den Weg zum Haus. Und wir machen die ganze Arbeit. Genau. Irgendwer muss sie ja machen. Hallo? Ich meine. Ich kann ja nicht alles machen. Gott, ich kann mich ja nicht um alles kümmern hier. Was? New Babbage out of range? Bitte. Vielleicht ist der Quantum ja schon leer. Nee, da habe ich noch 770 und brauche 0,7, aber warum out of range? Bist du schon bei Microtech? Ich bin schon bei Microtech, ja. Achso, nee, dann musst du zu irgendeinem Orbitalmarker springen. Ups, Entschuldigung. Einfach zum Orbitalmarker springen und dann soll es wieder gehen. Das ist ein alter Pack. Los, random Dude. Du schaffst das, wo rennt denn der hin? Ja, und so kann es gehen. So, ich möchte aber noch gerade noch was raushauen, während ich nämlich hier bin. So, weil wir sind Teil des Star Citizens HQ und deshalb mache ich hier mal ein bisschen Werbung für Star Citizens HQ. Geht auf die Seite, meldet euch an. Das ist einer der größten oder die größte deutschsprachige Community. Seite, kein Orga-Zwang. Es gibt zwar Organisationen, falsche Station, siehst du. gibt zwar Organisationen hier, aber es ist kein Organisationszwang. Es gibt auch die HQ-Staffel. Loser Zusammenschluss von Spielern, auch keine Zwänge oder ähnliches wie bei einer Orga. Man kann sich da wie bei einer Orga anmelden, es ist aber keine Orga in dem Sinne. Ist einfach nur eine Sammlung von netten Menschen. Unternehmen auch regelmäßig Dinge. Wie gesagt, geht einfach mal hin. Wie gesagt, HQ, tolle Sache. Nette Leute, immer viel Spaß. Eigentlich immer jemand zum Zocken da. Sogar andere Sachen, wenn ihr zocken wollt. Aber ihr wollt alle nur Star Citizen spielen. Ich kenne euch doch. Mich findet ihr, wie gesagt, auch auf Facebook zum Beispiel. Und solltet ihr noch keinen Star Citizen Account haben, dürft ihr gerne meinen Referral Code bei der Registrierung benutzen. Dann erhaltet ihr 5000 USD extra. Ist ein Angebot, müsst ihr nicht machen. Wir sind im Plaza. Wie sieht's bei euch aus? Geht der Quantum wieder? Ja, ich muss ein bisschen hin und her springen, damit ich auf New Babbage anmelden kann. Jetzt springe ich gerade auf New Babbage. Ja, das ist ein bisschen, das ist halt ein Bug. Also die Star Runner kann ich im Moment gar nicht empfehlen, die ist jetzt zum zweiten Mal hochgegangen. Ui, das ist nicht gut. Planetary Services, Moment, wo musste ich jetzt nochmal hin? Ich handle so wenig auf Microtech normalerweise. Muss ich jetzt zum Omega Pony? Ich probiere es einfach hier rum. Irgendwann komme ich schon an. Ah, Trade and Development, da ist es doch. So. Was bin ich jetzt? FTL-Kurier? Bin ich jetzt dran vorbeigelaufen? Was soll denn das, bitteschön? Ach, da ist es auch.
So, okay, wenn ihr dann da seid, dann sagt einfach Bescheid, wenn ihr gelandet seid. Ich warte noch drauf, bis der Channel kommt zum Kommunizieren. Ah, okay. Lustig wäre es, wenn ich jetzt einen Taser hätte und Pico von hinten lasern könnte. Du willst meinen Stream sabotieren, ja? Ah, ich habe heute nur Kratzen im Hals, schrecklich. Die Nerf Guns funktionieren gerade nicht. Warum nicht? Ja, weil Mobiglas nicht ausgerüstet werden kann. Ja, ich dachte, du hättest im Forum irgendwas gelesen, so nach dem Motto, die sind abgeschaltet, weil gibt einen Fehler oder so. Nee. Ja, siehst du, Helm geht ja auch nicht. Ist ja auch alles scheiße. Die Hangars sind ja bei den Türmen mit den roten Leuchten, ne? Genau. Tja, aber dann werde ich die nachher noch ein bisschen Probe fliegen, aber das mit der Starrunner ist natürlich jetzt ein heftiger Bummer. Ist sie denn explodiert, als du in den Quantum rein bist oder als du aus dem Quantum raus bist? Direkt als ich aus dem Quantum raus bin, ist sie hochgegangen und jetzt beim zweiten Mal bin ich gelandet, um einen Rover einzupacken. Und in dem Moment, wo ich den Cockpit-Sitz verlassen habe, sinkt sie in den Planeten und geht dann wiederum hoch. Okay. Also sie scheint irgendein Interaktionsproblem zu haben mit ihrer Umwelt. Ja, obwohl das hatte ich eben auch. Ich bin ja eben auch aus dem Zimmer da raus und bin ja dann erstmal durch alles durchgeglitscht. Ich kann mir vorstellen, dass es was mit der Kollision zu tun hat. Eben. Ah gut, okay. Dieses komische Geräusch kommt also aus dem Raum hier. Das ist ja ätzend. Dieses schrecklich. Ja, hört sich ja so ein bisschen an wie so ein Nebengeräusch, wenn ein Handy neben den Lautsprechern liegt, so ein bisschen. Das ist ja schön, der meldet sich ja, wenn man Kontakt hat. Kommt eine Anzeige, habe keine gewusst. Was, Entschuldigung, was? Ich hatte das jetzt. Wenn man Kontakt zur Funkstation hat, kommt eine Anzeige. Genau, ne? Please contact ATC und dann was Reichweite du bist. Was auch immer ATC heißt. Air Traffic Control. Jetzt weiß ich es. Siehst du? Du sterben tust mir nicht. Anna, sollen wir auch. Soll ich hier aus seinem Schiff auch deinen Eiweißshake mitbringen, der hier in der Ecke steht? Nee, hatte ich aber eben schon gesehen. Da finde ich total toll. Ne? Also, das ist so für sportlich dynamische Menschen, die Eiweißshakes trinken. Ja. Ich finde das sowieso genial, wie detailreich die Schiffe ausgestattet sind. Ja, aber ehrlich gesagt, die Vase, die da drin steht, geht ja mal gar nicht. Das sieht ja aus wie von Oma selbst getöpfert. Also, die passt so überhaupt nicht zu dem Schiff. So eine schöne Vase, viereckig, achteckig, irgendwie stylisch aus Metall. Das wird, glaube ich, naja. Ja gut, die Vasendinger, die sind ja noch damals aus dem Hangar-Flares-Zeitalter. Da hat sie ja auch Pflanzen bekommen in so einem Glasding.
Ach so, nein, 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 das meine ich nicht. Da steht hinten in der Nomad steht eine Pflanze drin. Zumindest in der Nomad, die auf der Messe stand. Da stand eine Pflanze in so einem getöpferten Topf rum. Das sah ich bin gelandet. Okay, gut. So, dann gehe ich mal zum Terminal. So, genau, die Nomad steht da. Wunderbar. Ach ja, ich müsste auch erst auf Verkaufen gehen. Oh. Ist er da? Medical Supplies. So, wir verkaufen für 46.074. Oh. Jetzt hast du kein Bild, wie es hinten drauf ausschaut. Dann haben wir. Ja. Moment, summa summarum haben wir dann 7000 UEC ungefähr gemacht. Das ist okay, damit kann man leben. Also finde ich jetzt nicht so schlecht. Also mit 24 SCU kann man durchaus Geld machen. Ja, du kaufst jetzt damit keine Caterpillar, du kaufst halt das nächstgrößere Schiff damit irgendwann. Du B-Wirbel, gebe ich dir vollkommen recht. Auf der einen Seite, ne, haben wir Force Reactions und alles wirbelt uns da durch die Gegend. Auf der anderen Seite haben wir dann. Jetzt kann ich nicht verkaufen, das ist doch doof. Und auf der anderen Seite stehen dann überall lose Objekte rum. Das ist. Also, das Landen ging butterweich. Ja, wenigstens etwas, das butterweich ging. Dein Schiff ist noch ganz. Warum kann ich. Illegal Cargo? Nö. Warum kann ich die denn jetzt auf einmal nicht mehr verkaufen? Ach ja, Datenbankprobleme. Ja, gut. ich hatte es fast verdrängt. Ja, gut. Ich würde aber dann mal sagen, da jetzt so viel auch nicht mehr läuft, ich möchte mich ganz herzlich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Bedanke mich bei meinen Gästen heute Abend. Das waren der Drunken Monkey, der 2010 und der Piccolo. Übrigens alles Leute aus dem Star Citizen Saku. Link kommt hier auch nochmal so. Ein bisschen Werbung muss halt sein. Ach nee, geht nicht, weil in der Szene geht's nicht. www.star-citizens.de. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr es noch nicht kennt. Aktive Community, viele, viele Spieler sind auch gerade mal so, keine Ahnung, unten im Channel sind noch mal so um die 20 Leute online, die wahrscheinlich auch gerade alles Mögliche ausprobieren. Ich sag Dankeschön fürs Zuschauen, Dankeschön an meine Begleitung hier und wir sehen uns dann hoffentlich morgen Abend. Morgen ist Aegis-Tag. So, und die Jungs dürfen jetzt gerne noch euch einen schönen Abend wünschen. Tschüss. Tschüss, schönen Abend. Gute Nacht. Die Kamerakinder sozusagen. Also, macht's gut. Morgen gibt's übrigens die News ganz normal von mir. 15 Uhr in etwa, wie üblich. Also dann, macht's gut. Bis dann.